Hallo und herzlich willkommen zu den iFreak News Nummer 29, Kalenderwoche 13, die Woche, wo dann am Karfreitag Ostern beginnt und wo wir alle frei haben. Hey, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet ebenfalls so ein tolles Wochenende, wettertechnisch, wie es bei uns in der Schweiz der Fall war. Ganz großartig, das Gelb hier passt. Es ist Frühling, das Wetter ist warm, es kommt gut. Heute wollen wir über drei Themen sprechen. Und zwar geht's drum, ich war in einem Elektromobilitäts-Autotreffen heute. Das war super spannend. Da möchte ich euch kurz etwas davon erzählen. Wir hatten 7 extrem spannende Elektroautos da, die wir angucken konnten. Und es gab sogar einen kleinen Livestream. Da werde ich euch gleich drüber berichten. Dann aber müssen wir drüber sprechen, warum Grafikkarten, bestimmte Grafikkarten von Nvidia und von AMD im Moment praktisch überhaupt nicht zu kaufen sind. Und was das für verrückte Auswirkungen hat, erkläre ich euch gleich anhand eines Gaming-PCs und gebe euch den kleinen Tipp, wie ihr quasi fast gratis zu einem geilen PC kommt. Und dann sprechen wir über OnePlus. Das OnePlus 9 Pro wurde letzte Woche vorgestellt. Müssen wir uns unbedingt natürlich drüber unterhalten. So, also legen wir zuerst mal gleich los. Ich war heute unterwegs, endlich mal wieder nach langem aus dem Haus gekommen. Und zwar bin ich 60 Kilometer Richtung Zürich gefahren und habe dort 7 andere Automobilitäts-, Elektromobilitäts-Enthusiasten getroffen am Swiss BEV. Den haben wir vor einiger Zeit aus dem Boden gehoben, quasi aus der Taufe gehoben. Das Swiss BEV, also BEV, steht ja für Battery Electric Vehicle, also batteriebetriebenes Fahrzeug. Eben die reinen Batteriefahrzeuge und nicht so Hybrid-Mistzeugs. Und dann haben wir uns getroffen. Es war natürlich ursprünglich, als das geplant wurde, im Dezember gingen wir davon aus, ja, Corona ist ja dann vorbei und dann können die Leute gucken kommen. Die Idee war, Elektroautofahrer berichten über ihre Erfahrungen, was gut ist, was weniger gut ist, und wir geben die Möglichkeit, dass andere quasi so Autos mal ein bisschen erleben können, mal ein bisschen anschauen können, vor allem viele verschiedene. Und wegen Corona ging das natürlich nicht, dass wir da Leute einladen konnten. Klar, wir waren 7 Leute, haben uns dort getroffen quasi vor Ort, haben zusammen geschnackt, immer mit Abstand und Maske und schieß mich tot, klar. Und dann haben wir einen kleinen Livestream gemacht, damit quasi die sich interessiert haben, das auch ein bisschen erleben konnten, so gut das halt geht, digital. Also eine Art Hybrid-Event, sage ich mal. Und wir hatten coole Autos da. Wir hatten meinen ID3 natürlich da. Wir hatten einen Tesla Model X. Das war einfach auch cool, den mal von nah zu sehen. Wir hatten einen Nissan Leaf. Wir hatten einen Mercedes EQC. Ganz cooles Auto, habe ich noch nie in live gesehen. Wir hatten einen Mini-Electric, einen Smart-Electric und wir hatten als absolute Premiere das allererste in der Schweiz zugelassene Fahrzeug, und zwar den VW ID4, also die größere Van-Variante quasi von meinem kleinen, oder in Anführungszeichen kleinen, ID3. Und ja, es war super cool, es hat total Spaß gemacht, auch mal wieder rauszukommen, das war super schön. Und viele haben mitgemacht, der Stream, der Ton am Anfang war total scheiße, ich verlinke es euch da oben hier und unten natürlich in der Videobeschreibung. Am Anfang, das Mikrofon war kaputt, dann haben wir gewechselt, dann ging es ein bisschen besser. War alles sehr ad hoc, dann über meinen Channel auch, war ursprünglich anders geplant, gab ein technisches Problem. Hat viele natürlich überrascht, viele, die mich ja noch nie Schweizerdeutsch sprechen gehört haben auf meinem Kanal. Dabei vergessen die, dass ich eigentlich ein Berner bin und aus der Schweiz komme. Das heisst, ich kann grundsätzlich auch schweizerdeutsche Videos machen. Aber das mache ich natürlich nicht. Ich mache keine schweizerdeutschen Videos bei mir hier, weil ich ja weiß, dass ich auch eine viel größere Community aus Deutschland habe. Umso lustiger war es, dass die trotzdem den Stream geguckt haben, einige von euch, und dann haben sie drunter geschrieben, ja, ich verstehe fast die Hälfte und so. Es war einfach ein großer Spaß und hat in diesen Corona-Zeiten, wo man wirklich immer nur zu Hause sitzt und wo man extrem vorsichtig ist, was ja alles nach wie vor wichtig ist, keine Frage, hat einfach gut getan, mal ein bisschen rauszukommen, wohin zu fahren, ein paar andere coole Leute zu treffen. Also das war richtig, richtig spaßig. Ich verlinke euch unten die Webseite swissbev.ch. Da gibt es auch das Video, wie gesagt. Und dann könnt ihr da mal schauen. Da werden wir sicher in Zukunft, wenn es wieder einfacher wird, mehr solche Sachen machen. Die Idee ist so ein bisschen dahinter, die Elektromobilität halt den Leuten ein bisschen näher bringen. Dass man nicht in eine Garage muss, wo dann der Verkäufer dir irgendwas erklärt oder dich davon abbringen will, im schlimmsten Fall so ein Teil zu kaufen. Sondern halt Leute, die so solche Autos fahren, dann quasi drüber quatschen zu lassen. Was kann man da machen? Was ist cool? Was ist vielleicht auch weniger cool? Wo liegen die Probleme? Und ja, das war jetzt
digital hybridmäßig natürlich mal so ein Anfang, aber ich könnte mir da vorstellen, wenn dann Corona mal weg ist oder wir alle geimpft sind oder wie auch immer, wenn es sicherer ist, dass man da wieder mehr machen könnte. Das wäre cool. So, jetzt müssen wir über Grafikkarten sprechen und zwar über, ja, über Gamer-Grafikkarten. Ganz konkret geht es um die Nvidia RTX 30er Serie, also 30, 60, 70, 80 oder 90. Und es geht aber auch um die AMD RX 5800, RX 6800, 6900. Diese neuen, vor ein paar Monaten vorgestellten High-End-Grafikkarten. Es ist komplett verrückt. Der Markt spielt verrückt. Diese Karten, die eigentlich so zwischen 400 und 1200, 1300 Franken kosten würden, so vom Hersteller gedacht, sind im Moment erstens überhaupt nicht zu bekommen. Es ist komplett ausgetrocknet, der Markt. Und das führt dann zu verrückten Situationen. Ich erkläre euch gleich, was, wie verrückt das ist, weil die einfach auf eBay, Ricardo und Co. absolute Fantasiepreise erzielen. Bevor ich euch ein konkretes Beispiel zeige, vielleicht kurz, warum ist das so? Warum sind diese Gamer-Grafikkarten plötzlich so begehrt? Wir haben natürlich auf der einen Seite diese Chip-Krise. Ihr habt das ja auch mitbekommen, habe ich ja auch schon ein Video drüber gemacht. Die Autoindustrie hat Probleme, PlayStation 5, Xbox Series X, haben wir alles schon besprochen. Die neuen Gaming-Konsolen sind auch fast nicht zu bekommen. Und das gleiche Problem haben Nvidia und AMD auch. Aber bei den Grafikkarten, bei diesen Grafikkarten, bei diesen hochperformanten Grafikkarten, kommt noch was ganz anderes dazu. Da geht es nicht primär drum um diese Chip-Krise. Das hat auch einen Effekt, aber der ist viel kleiner. Der viel größere Effekt ist natürlich, dass diese Grafikkarten sich hervorragend eignen, zum Bitcoins bzw. andere Kryptowährungen zu meinen. Meinen, das heißt ja, dass man quasi Geld rechnet, jetzt ein bisschen salopp gesagt, also Kryptowährungen rechnen lässt. Und diese Grafikkarten sind halt so unglaublich performant, viel performanter als jeder PC und gleichzeitig teilweise je nach Modell auch noch relativ stromsparend, jedenfalls in Relation zur Rechenleistung, dass diese ganzen Miner, wie man denen ja sagt, und auch die Profis, die dann ganze Rechenzentren ausstatten und irgendwo in Island mit günstigem Strom quasi Kryptowährungen rechnen, die haben den Markt komplett leer gekauft. Und das ist wirklich verrückt, weil wenn ihr im Moment, ich habe jetzt Sonntagabend, ich bin mal kurz gucken gegangen, eine RTX 3070, das ist jetzt nicht das absolute High-End-Modell, aber die ist auch richtig geile Grafikkarte, kostet glaube ich UVP 500, 600 Franken, irgend sowas. Die geht im Moment weg für 1200 bis 1400 Schweizer Franken, genau diese Grafikkarte. Und das führt zu folgendem, und bei anderen ist es noch viel schlimmer, aber das ist ein Beispiel, das habe ich nachgeguckt, ich blende euch das da ein, für wie viel Geld die rausging. Also im Schnitt das Doppelte, zweieinhalb, fast dreifache des Preises, der eigentlich ursprünglich mal gedacht war von Nvidia. Das führt dazu, wenn ihr euch einen Gaming-PC kauft, einen fertig konfigurierten, das kann ja von Medion sein, das kann, ich habe jetzt einen von Lenovo mir gerade geholt für ein Projekt. Ein Lenovo Gaming-PC mit 16 GB RAM, 3 TB Kombi SSD und Festplatte, Core i7 übertaktet, 10700 KF, glaube ich, heißt das Teil, 8-Core-Prozessor, eine unglaubliche Powermaschine, okay? Die kostet, wenn ihr sie, die ist zum Teil, sind die lieferbar. Nicht so alle immer sofort, aber ihr müsst so ein bisschen gucken. Die sind schon erhältlich, solche PCs, Gaming-PCs. Die kosten 1600 bis 1800 Schweizer Franken mit einer RTX 3070 drin. Das heißt, der Gaming-PC, der jetzt am Freitag bei mir kam, den ich im Moment gerade brauche, ein paar Wochen für so ein Projekt, da könnte ich jetzt die Grafikkarte rausnehmen, die Grafikkarte auf Ricardo oder eBay verticken und ich kriege für 500 Schweizer Franken einen absoluten Über-PC, den ich entweder mit der Onboard-Grafik laufen lassen kann oder ich kann ja für 100 Franken irgendeine Grafikkarte noch reinpacken, wenn ich nicht Gamer bin, wenn ich diese Rechenleistung bei der Grafik nicht brauche. Also unglaublich, wie günstig ich dadurch, durch diesen kleinen Kniff, eigentlich zu einem absolut geilen PC komme, der super schnell ist, der erweiterbar ist, der noch ein tolles Gehäuse hat, das da blinkt und macht und tut. Absolut verrückt. Und wenn ihr euch mal umguckt auf eBay und Co., die ganzen Grafikkarten, die dafür das Dreifache des Preises verhökert werden und auch wirklich weggehen, die meisten von denen, fast alle, sind genau aus PCs. Also die sind nicht original verpackt von Nvidia mit der ganzen, nee, die sind aus so einem PC rausgeschraubt, zack,
in der Kartonbox verschickt und gut ist. Völlig crazy. Also absolut verrückte Sache. Ist mir gerade letztens eben aufgefallen, weil mein Sohnemann hat ganz einen wichtigen Schritt in der Schule geschafft und durfte sich quasi was wünschen und hat sich ein Gaming-PC gewünscht, hat noch Geburtstag und so. Eigentlich hat er sich zuerst ein Gehäuse gewünscht, war ganz süß und ich habe dann gefragt, was willst du mit dem Gehäuse? Das ist zwar günstig, aber das blinkt vielleicht, wenn wir ein Netzteil anschließen, was willst du denn damit? Da kam dann raus, eigentlich will er ein Gaming-PC. Haben wir jetzt gemacht, wird er kriegen und ja, also auf jeden Fall völlig crazy. Da ist mir das aufgefallen, wow, man kann diese PCs kaufen. Die sind lieferbar, immer mal so wieder 3-4 Stück und dann wieder eine Woche, zwei nicht, aber im Großen und Ganzen kriegt man die. Wenn ihr die von großen Herstellern nehmt, also wenn ihr die nicht selber zusammenbaut, dann müsst ihr euch natürlich die Komponenten besorgen, dann kriegt ihr ja die Grafikkarte nicht. Aber wenn ihr so einen PC kauft und dann nehmt ihr die Grafikkarte raus, bastelt irgendwas anderes rein oder meistens hat ja einer on board auf dem Motherboard schon. Wow, also das ist schon verrückt, das ist absolut crazy. Und ich glaube nicht, dass das die Gamer sind. Also ich glaube nicht, dass ein Gamer so verzweifelt ist und so eine dieser neuen Grafikkarten will, dass er deshalb quasi dann so viel Geld ausgibt. Ich glaube schon, das sind vor allem die Krypto-Miner, die Dinger einfach wollen. Und Digitec, der größte Online-Händler der Schweiz, Elektronik etc., die haben am Freitag haben die gestartet, so einen Verkauf von solchen Karten. Die haben gesagt, sie hätten wieder 10. Und die haben jetzt angefangen mit dem absoluten High-End-Modell RTX 3090 von Nvidia und haben das für 2.300 Franken verkauft. Und nach 8 Minuten waren die 10 Stück weg. Nächste Woche soll es wohl ein paar andere geben, also Wahnsinn, die sind sofort ausverkauft, die Dinger. Und zu einem Preis, ich meine, so teuer ist die ursprünglich nicht. Die ist schon auch günstiger, obwohl das jetzt das High-End-Modell war. Also Wahnsinn, das finde ich völlig crazy. Schreibt mir, was ihr davon haltet. Würdet ihr so viel Geld für eine Grafikkarte ausgeben? Nicht zum Gamen, oder? Vielleicht, wenn ihr eben euch ausrechnet, wie lange ihr dann da am Bitcoin rechnen könnt und mit Stromkosten und so. Mag sein, dass das dann eben aufgeht. Nvidia hat schon mal versucht, mit einem Firmware-Update bei der 3060er, das ist so die, in Anführungszeichen, Einsteigerkarte, das zu verhindern, dass man da irgendwie eben meinen kann. Also so Kryptowährungen rechnen, es ging dann aber schief. Das nächste Firmware-Update hat es wieder aktiviert. Also komische Nummer, weil das natürlich für die Grafikkartenhersteller auch blöd ist, weil die Karten sind nicht zu kriegen, haben einen schlechten Ruf, so, die sind wahnsinnig teuer, ne, die kannst du ja nicht kaufen und so. Das will ja eigentlich Nvidia gar nicht. Tja, auf jeden Fall finde ich ein interessantes Thema. Apropos interessant, OnePlus 9 Pro wurde vorgestellt und zwar letzte Woche. Super interessantes Handy, ganz spannend, da vor allem die Kooperation bei der Kamera mit Hasselblad. Toller Name, okay, wir alle wissen, sagt im ersten Moment noch gar nichts aus. Jeder Handyhersteller hat eine Kooperation mit Leica, mit Zeiss, mit anderen und meistens ist es nur einfach ein Aufdruck auf dem Handy. Das macht die Kamera nicht zwingend besser, aber man hört schon so, ein paar Dinge sollen wohl recht cool sein bei dem Teil. Und für mich spannend ist, erstens, ich krieg's nächste Woche, das OnePlus 9 Pro, werde ich sicher ausprobieren, werde ich sicher ein Video drüber machen. Und dann ist natürlich spannend, das zu vergleichen mit dem hier. Das ist ja das Oppo Find X3 Pro, das aktuelle Topmodell von Oppo. Mein Video-Review da oben verlinkt. Und extrem geiles Handy, ich bin super zufrieden, wohl im Moment das beste Android-Smartphone. Und spannend ist ja, Oppo und OnePlus gehören ja zum gleichen Konzern, das ist der BBK-Konzern. Und da ist natürlich interessant zu gucken, wie unterscheiden sich diese beiden. Also quasi eben OnePlus geht jetzt hin mit dieser Hasselblad-Kooperation. Der Sensor soll wohl auch größer sein. Sie hier gehen hin mit super Ultra-Weitwinkel, aber das hat der andere, glaube ich, eben auch. Fast Charging, Wireless Charging, also das ist eigentlich alles drin und ein super geiler Bildschirm. Das hat alles OnePlus auch, ist ein bisschen günstiger. Dafür vielleicht nicht ganz alle Carrier-Bänder, 5G etc. Also spannend zu gucken, wie die zwei sich unterscheiden. Also ich glaube, ich werde da definitiv ein Video machen. Das Teil hier, das von Oppo, vergleichen mit dem Konzernbruder von OnePlus und mal gucken, wie unterscheiden die sich, abgesehen vom Preis. Wo sind die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten, weil sie viele Dinge ja voneinander auch übernehmen. Da freue ich mich definitiv drauf. So, und dann am Schluss noch, apropos freuen, Karfreitag, 2. April. Wenn ihr nichts vorhabt, Karfreitag ist ja immer so ein bisschen, und jetzt bei Corona geht man sowieso nicht weg, machen wir vom Apfelfunk aus den Apfelfunk am Hörer. Das ist ja unsere Videoshow auf YouTube, einmal im Monat immer. Und wir haben es extra um eine Woche verschoben, weil wir dachten, Karfreitag ist vielleicht ein guter Termin. Und vor allem, wir haben einen ganz coolen Gast, neben dem Raphael Zeyer, neben dem Malte Kirchner und mir, haben wir den Christoph Fröhlich vom Stern. Und da freuen wir uns natürlich drauf, mit ihm über Gadgets und Digitales zu sprechen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal vorbei, Link in der Videobeschreibung da unten.
Und ab 21.45 Uhr am 2. April, also an diesem Freitag, geht's los. Würde mich freuen. Ihr könnt kommentieren, wir diskutieren eure Fragen etc. Wird eine coole Nummer, ist immer eine schöne, so eine Art Late-Night-Show. Okay? So, cool. Also, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und idealerweise hören wir uns am Freitag schon wieder und sonst dann natürlich in einer Woche wieder zu den iFreak News. Macht's gut. Tschüss.